Es ist wieder soweit. Ja. Ich hab's ja leider versprochen. Ja. Das drückt immer noch wie Hulle, die Scheißkrötchen, ey. So. Hier. Ihr wollt es ja so. Apropos wollen. Ja. Rühren wir mal mein Käffchen um. Man hat ja nicht umsonst seinen, wie schon damals gesagt, universalen Regierungsstab. Muss mich immer noch dran gewöhnen. Und Scheiße, das schneidet hier so, seht ihr das? Das schneidet mir voll, ja, so liebt ihr mich, das freut mich. Das schneidet mir voll die Zufuhr ab. Ich schwör's euch, ich sterbe irgendwann ganz brutalen Hirntod oder sowas. Ist das besser? Nee, auch nicht wirklich, oder? Was ist das denn besser mit Krönchen? So ein Krönchen ist gar nicht so einfach. Nee, ist das ein Diadem? Nee, oder? Ist das ein Krönchen? Was ist das? Diadem, Krönchen? Und hier, guck mal, ja, auch schön mit Schmuck. Außerdem, ganz ehrlich, die Tasse macht doch was her mit. So schnell geht das mit dem Sterben nicht, was? Ja. Ach, oh Mann, ey, ihr seid immer noch alle da. Hier ist so fabulous. Ja, fabulous. So. Oh, der war zu lang. So, besser. Also, ja. Ihr wisst schon, dass meine Motivation dazu nicht gerade hoch ist. Wenn ich das ablecke, kriege ich dann irgendwie so eine Quecksilbervergiftung oder sowas? Weiß ich gar nicht. So bestimmt auch nur irgendwie mit irgendeiner Legierung. Hier, guck mal, sieht man das hier? So ein schönes Frozen-Zepter. Übrigens nochmal, danke an meine Freunde dafür. Also, danke Fred und Gunnar. Dass er diesen billigen China-Scheiß leckt. Hey, das wäre nicht das erste Mal, dass ich irgendeinen China-Kram lecke. Schön. Sehr schön. Ich muss mich gerade selber laufen. Ah, die Vorlage war einfach zu gut, ey. Oh Mann, ey. Er leckt immer nur billig. Was? Habe ich jetzt nicht gehört. Warte mal, ich muss jetzt tatsächlich das Spiel jetzt mal gerade raussuchen. Wo habe ich es denn? Wie Update eingereiht? Nee, Evolve machst du später, Junge. Ich habe jetzt gerade keinen Bock drauf. Da. Starten wir es. Mit Weichmacher im Mund hat. Oh. Ihr hört's schon? Ihr hört schon? Ja, muss mal dem schicken Spiel nur noch sagen, dass er jetzt mir auch Long Live the Queen abspielen muss. Sehr schön, ne? Was haben wir diese Melodie vermisst? Da ist es. Ich habe gerade erst auf das Spiel geschaut. Ja, genau das. So sieht's leider aus. Ich wurde irgendwann mal dazu genötigt. Oh, nicht. Sieht man die Maus hier? Ne, sieht man nicht, ne? Es sieht folgendermaßen aus. Ich habe irgendwann mal meinen Mund zu voll genommen und habe gesagt, pass mal auf, Leute. Wenn ihr wollt, dass ich ein Spiel spiele, das ich nicht habe, dann müsst ihr es mir schon schicken. Daraufhin hat der gute Freund Cesrix mir dieses Spiel geschickt. Battlemage habe ich noch nicht gespielt, das ist nicht richtig. Schau dir meine Spielzeit an. Ich habe es schon mal installiert und schon mal angeschmissen. Ich muss mich da aber tatsächlich einmal reinarbeiten, weil ich festgestellt habe, dass erstmal A, es gibt kein Crosshair und B, who the fuck, sind da 2 Millionen Skills drin, die ich irgendwie hin und her schubsen kann. Da muss ich mich aber auch erstmal einarbeiten. Ne? Ach Gott, aber nur zu 100%. Glaub ich nicht, er spielt sowas wirklich. Das ist überhaupt nicht wahr. Was erzählt ihr denn schon wieder hier, Lügner? Ich hoffe, ich habe auch auf allen Seiten das jetzt eingestellt. So. Das letzte Mal haben wir gespielt am 21. Juni. Oh, ich habe mich ein bisschen länger drum gedrückt. Zarte 3 Wochen Verzug. Naja. Er spielt es freiwillig. Kein Sarkasmus. Nein, ich spiele es euch zuliebe. Wir hatten das letzte Mal. Ich hätte mir den Stream vielleicht nochmal vorher anschauen müssen. Chat loben, ja, braver Chat.
Ich hätte mir vielleicht echt nochmal vorher den Stream davon anschauen sollen. So, wir haben ein neues Outfit. Wir haben eine eine Priesterrobe. Wir haben immer noch das gute Militäroutfit. Wir haben jetzt ein schickes, elegantes Abendkleid. Und unser wunderschönes Balletttütü. Den guten Monocle Catsuit für alle möglichen Sachen. Und ganz klischeehaft die Schuluniform. Wir haben ja gesagt, also mir persönlich gefiel ja das letzte Mal hier das königliche Outfit besonders. Ja, da haben wir auch gesagt, pass mal auf, das lassen wir erstmal an. So, wer dieses Spiel nicht kennt, ihr habt nichts verpasst. Das letzte Mal war im Chat hier ein halber Super-GAU, weil die Damen hier im Chat versucht haben, mir komische Kleidungsvorschläge zu machen, die ich dann anziehen könnte. Leni ist immer noch ganz scharf drauf, mich zu schminken. Das Schlimme ist, die zieht jetzt hier bald irgendwann in die Nähe. Keine Ahnung, ob ich dann noch davor flüchten kann. Ich bin nicht sicher. Nun gut. Also das Spiel funktioniert so. Wir spielen eine Novelle. Alter, dieses Ding drückt mir echt die Blutzufuhr ab. Feenflügel, ja. Die würde man jetzt aber auch nicht sehen, Feenflügel. Außerdem heiße ich nicht Reiter. Wir haben eine gewisse Grundstimmung. Wir sind eine kleine 14-jährige Kronprinzessin, deren Mama gestorben ist und wir sollen bald das Königreich führen. Warum auch immer. Weil Papa dazu nicht in der Lage ist, weiß ich nicht. So. Sieht jetzt wie folgt aus. Aufgrund unserer... Oh, no, ihr didn't. Oh, ja, guck, genau, jetzt geht's schon wieder los hier. Obwohl das tatsächlich ein recht ansehnliches Kleid ist, muss ich sagen. Nicht, dass ich es anziehen würde. Dafür wäre ich zu fett. Aber... Also als Cosplay wäre das schon sicherlich geil. Ich habe Bugler schon geschminkt gesehen. Not again, please. Ja, das hast du. Wie war? War nicht unbedingt ein glorreicher Tag für mich. Aber... Na doch, schon irgendwie glorreich. Also ich habe jetzt diverse andere Leute gesehen, die mit 30 fegen mussten. Und mir wird heute noch immer nachgesagt, alter Bugler, du hast 2,5 Stunden durchgefegt und warst rotzenvoll. Die meisten tun entweder nicht richtig fegen oder sind nicht richtig voll. Eins von beiden. Ja, das würde wunderbar meine Beine betonen. Aber nee. Ja, rotzenvoll war... Alter Vater, ich konnte nicht mal mehr gerade stehen, ey. Ging gar nicht so. Nochmal zurück zur Erklärung des Spiels. Aufgrund unserer Stimmungslage, wie ihr hier sehen könnt, tun wir verschiedene Bonus oder Malisse kriegen. Und diese Bonus oder Malisse kann ich hier, wie ihr seht, bei meinen Sachen einlösen. Das sind meine Skills und überall, wo jetzt hier so ein... Holy shit, jetzt geht's hier schon wieder ab. ich bin keine Prinzessin Layla. Oh ja, guck mal, der Löffel. Sag mal, hab ich nicht. Nee, ich hab keinen. Doch, warte mal. Hier, da. Seht ihr? Aber ich hab den Löffel eingetauscht. Hier gegen. Also. Layla, Alter. Nein. Ah, mein Löffel. Hängt ihn! So. Sie sind alle bekloppt. So, auf jeden Fall, aufgrund meiner Stimmungslage kriege ich verschiedene Bonusse auf verschiedene Sachen. Wie ihr seht, wir haben hier jetzt schon ein bisschen, wow, der Kuhn. Oh Gott, der Chat explodiert wieder. Mein absoluter Lieblingslöffel. Ach, Chat. Das Schlimmste ist, ich bin bei diesem Spiel immer mehr beschäftigt mit dem Chat. Hier, Mama. Mit dem Chat. Als mit dem Spiel. Der Chat rastet immer so aus. So, aufgrund der verschiedenen Bonus, die ich habe, kann ich meine Fähigkeiten... Manu, schluchzt wieder. Oh. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Macht. Du kannst es tun. Oh, Sailor Moon.
Ohne Scheiß, es zieht immer noch. Rotzenvoll, also wenn ich mal dann rotzenvoll bin, auf einer Feier, schwöre ich dir, ich gehe sofort drauf ab. Ich habe Sailor Moon wirklich gemocht. Ich habe Sailor Moon das erste Mal mit 9 gesehen. Da lief das noch auf ZDF. Samstags morgens um 8 Uhr oder so oder 9 Uhr, ich bin nicht sicher. Voll super. Trash-Schlager nach den X. Oh, Alter. Dann fahre ich aber nicht. Dann muss ich saufen. Dann kann ich auch mit Eva von mir aus auf die Tanzfläche gehen und zu irgendeinem Scheiß mitmachen. Aber wenn ich da fahre, halte ich das nicht aus. Ihr ZDF geschaut. Ja, ich war ein Kind. Natürlich. Ja, und zu nichts anderem, weil nüchtern würde ich es dann nicht aushalten. Und Eva wird sich wahrscheinlich beschweren, dass um 5 Uhr morgens rausgeschmissen werden, weil der Laden dicht macht und sie, hey, ich will aber noch feiern! Kann mir richtig vorstellen. So. Jetzt schauen wir mal. Wo können wir denn ein paar sinnvolle Bonus reinmachen? Also als erstes haben wir schon mal festgestellt, also ich für meinen Teil, ich sag, wenn ich schon so ein Spiel spielen muss, oh, meine Blutzufuhr am Hirn. Wir haben hier Militär ziemlich gut gedrückt. Das heißt, wir sind schon mal richtig kriegserfahren. Da haben wir schon mal Ahnung. Dann haben wir so ein bisschen den ganzen hinterfotzigen Scheiß, diesen ganzen Intrigenkram. Anstatt den Feind vorhin zu bekämpfen, nein, wir leben in einer royalen Welt und müssen ja darauf achten. Da haben wir auch ein bisschen Ahnung. Dann, nachdem wir ein paar Mal beim Tanzen durchgefallen sind, haben wir auch sowas wie Tanzen, Reflex und Flexibilität gelernt. Und jetzt lernen wir noch ein bisschen königliches Benehmen, so Eleganz, Präsenz und so ein Scheiß. So, das heißt also, da machen wir noch mal ein Stückchen weiter. Hier würde sich jetzt... Scheiße, wir haben hier immer noch diese Punktezahl, ne? Wo machen wir das? Also Historian, da können wir vielleicht noch ein bisschen Noven lernen. Das ist ganz brauchbar und... Ich kann, glaube ich, auch nur 2 Sachen wählen, ne? Dann nehmen wir... Ja klar, zum Saufen. ZDF ist unser Chef, sei dabei. 2, 2, 2, 2, 2. Ich bin noch nebenbei beschäftigt. Was heißt nebenbei? Ganz ehrlich, was machst du, währenddessen du dieses schaust hier? Boah, eine fette Mango. Jo, die fette Mango! Ein wunderschön. Schön, dass du reinschaust. Was? Jetzt. Ich bin... Achso, ja. Das gute Honda-Line, ne? Hat sich jetzt tatsächlich Facebook angelacht. Niedlich, ne? Jahrelang drückt sie sich davor und dann so... Ach ja, vielleicht doch. Musste ich etwas schmunzeln. Also, intellektuell, Noven. So viel steht schon mal fest. Das machen wir morgens. Ach ne, hier. Machen wir abends. Und, was machen wir denn morgens? Wo können wir da noch was gebrauchen? Hier gibt es einen dicken Bonus. Wollen wir einen Bonus nehmen? Eigentlich wäre es geil, ne? Wir sind eine Frau. Wir müssen ein bisschen auf Eleganz achten, glaube ich. Ich glaube, wir werden... Fadi schon Füchse jammern, Sohn, aber erzähl der Muni nichts, okay? Schrei nicht so rum, du Rotationsprinzessin. Wieso bin ich... Alter, ich bin doch keine Rotationsprinzessin. Bitte nicht. Ich bin die... Scheiße, wie heißt mein Land nochmal, was ich regiere? Hab ich vergessen. Da, so einfach geht das. Das hat versucht, ein Bild zu posten, ist direkt untergegangen wegen Tiny UL. Okay, wir lernen noch ein bisschen Eleganz bei Social. Was denn hier? Social? Willst du mich verarschen? Da. Eleganz haben wir gesagt, ne? Ja, so. Jetzt haben wir, ich habe vergessen, egal, ich reagiere, genau, ich habe vergessen, ich regiere, ist mir egal. So, jetzt haben wir unsere Klassen festgelegt, was wir eine Woche lang, boah, Alter, ich schwör's dir, ich krieg heute Abend noch Darmstau, wollte ich schon sagen, Blutstau im Hirn, ne? Wenn der da oben hinkommt, ist sowieso Feierabend. So. Ich habe jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl. Weswegen? Es gibt nichts, wovor du dich fürchten musst. Samenstauen hier. Ja, genau, das gefällt dir, Dennis. So. Jetzt tun wir eine Woche lang. Woche 30, der Morgen. You are strapped into a corset and hoop skirt. Also wir kriegen so ein richtig schönes sexy Korsett an und so einen alten Metall
Gurt wollte ich schon sagen, hier so mit ihr, dieses, hier wie, was sie auch hat, dieses, was das Kleid hält, Metallgerüst. And practice walking with these. The corsets make it hard to breathe and twist. And the skirt sways out of control if you move too rapidly. You practice graceful arm gestures? Wie spreche ich das denn auf Englisch aus? Gestures? Gestures? For every motion. From offering your hand for a kiss to talking. Hold off a banister at the stairs. Also, wir üben zärtliche Armbewegungen. Gestures? Okay, danke. Ich wusste es jetzt nicht. So, wir üben auf jeden Fall wunderschöne Handbewegungen. Magic Fingers. Und eben noch mit der Hand eine Kusshand und so weiter, um möglichst elegant daherzukommen. Das machen. Entschuldigung, ich bin sicher, das war ein Versehen. Ein königliches Versehen. Und das üben wir jetzt eine Woche lang jeden Morgen. Und in den Abendstunden lernen wir was über Geschichte, was ich jetzt keine Lust habe. Ach, wie niedlich, das zu erzählen. Oh mein Gott, you have unlocked a new outfit! Oh yeah! Alles klar, Leute. Oh, das ist übrigens unser Papa, Jocelyn. King Dovager. Duke of Caloris. Okay, also wir sind die Kronprinzessin von Caloris. Mein Land, meine Regeln. My Kingdom. Ich bin die Domina, Bitch. So. The Negator for the Rebels hath a right to speak with you. Stimmt, wir haben das letzte Mal irgendwie einen Rebellen, ein Prinzessin-Röster. Ja, tut mir leid eben. Genau, my Burger. wir haben irgendwie einen Aufstand, glaube ich, niedergeschlagen, ne? Weil irgendwelche blöden Verwandten 4. oder 5. Grades meinen, mir meinen Thron streitig zu machen. Genau. Ja, siehst du? Wir sind mit Elodie, ist unser Name. Surrender now and I will be lenient. Hier. Lenient. Leni. Zieh dich um, du geiles Stück. Ach, ne, kleines Stück. Ups, Entschuldigung. Aber nicht mal ein Bild vom Diplomaten. Was soll das denn? Ich hätte übrigens jetzt tierisch Bock, einen auf Sparta zu machen mit den Diplomaten. Und ich habe auch das Gefühl, das schneidet mir hier die Blutzufuhr ab. Ohne Scheiß. Ich sterbe wahrscheinlich, weil ich dieses Spiel zu häufig gespielt habe. Und mir alle Blutzufuhr abgeschnürt werden. We are not here for our surrender. We are here for yours. Idiot. Relinquish the authority of the throne and you will not be harmed. The Duchess arrived and her family will rule Nova as regents. Regents. You will be allowed to maintain the figurehead title. Many lives will be spared. And your domain will be continued to the future in safer, wiser hands. Never! I am the Queen! Du elendiger Lump. Wärst du so freundlich und ziehst dein neues Outfit an? Mach ich gleich, Leni. Keine Sorge. Alles klar, Ingo. Trotzdem danke, dass du zugeschaut hast. Freue ich mich natürlich. Und neuen Schlüppis bitte auch. Ach Mann, Ingo, guck mal, die Leni ist traurig. Kannst ja hier eiseln. Dann haben die Damen wenigstens immer noch das Gefühl, dass du anwesend bist. Naja, meine Ex, die will sich jetzt umbringen. Was? Wieso? Hä? Und wegen ihr habe ich schlechte Gedanken? Warum das denn, Mango? Ich hoffe, das hat jetzt nichts hier mit dem Spiel zu tun. Habe ich irgendwas verpasst? Chat habe ich nicht gelesen. Bin verwirrt. Eigentlich bist du ja nicht die Queen. Downer, genau das. Also noch bin ich nicht die Queen, aber ich werde sie sein. Ich bin eine verzogene Prinzessin. Ja, ich weiß. Und sei dir sicher, ich komme gerade erst in die Pubertät. Diplomat. Since we cannot come to an agreement, we will meet you on the battlefield. Fein! Alles klar. So, das sind jetzt meine Aktion, meine Sachen, die ich besuchen kann. Mein aktueller Mut ist der hier. Ich würde den ja ganz gerne mal ein bisschen tauschen, ne? Sowas Willful und minus Cheerful wäre ja mal ganz geil. Machen wir den Willful. Was ist das, Cesrix? Postet es aber auch schon. Irgendwie wieder so ein Kram.
Welches? Erstes, zwei, drei oder vier? Welches Battlefield? Tja, ist egal. Ich mache allen platt. Depressed wäre schon mal nicht schlecht und pressured. Pressured sind wir sowieso schon. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ja, das hier ist übrigens Anjas Lieblingsbereich. Play with Toys. Voll gut, ey. So, was machen wir? Willful. Wir könnten auch eigentlich mal ein bisschen willful sein, ne? Current Mode Yielding. Hat ein Diadem und einen Zauberstab in seiner Hand. Was soll da schief gehen? Genau so sieht es aus. What? Ja, Toys. Genau das. So, was mache ich denn jetzt? Depressed and afraid. Depressed und afraid. Wir müssen das Yielding einfach hochkriegen, Leute. Das geht ja auch nicht. Yielding und afraid. Ja. Genau, wir besuchen mal ein bisschen den Dungeon. Irgendwie schon. Den guten Dungeon. Whoop. You creep through the castle's dungeon. Catching glimpses here and there of the fate that await troublemakers in this kingdom. Even nobles can end up here sometimes. It's a good reminder to stay on the straight and narrow. Ah, tu mir nicht weh! Ah, tu mir nicht weh! Sag, ich liebe dich! Ich liebe dich! Mit Sack! So. Alles klar, neues Outfit. Woche 31! So, was habt ihr neu? Ach, guck mal hier. Wo ist das Neue? Oh, könnte das hier da? Ne, das haben wir schon. Catsuit, Uniform, Tutu, bin ich denn blöd? Das habe ich doch schon an. Oh, hallo. Na? Jemand Nachhilfebedarf? Sehr niedlich mit der Feder in Hand. Boarding School, genau. Jetzt sehen wir etwas züchtiger aus. Oh, nuttige Lehrerin. Guck, das gefällt den Oni, weißt du? Alter Lump doch. Ach ja. Ah ja, ist halt schon sehr klischeehaft, ne? Ist schon. Etwas. So klein Wisli. So, was gefällt euch denn besser? Wollen wir hier so ein schickes Lehrerin-Outfit haben oder wollen wir wieder die königliche Robe tragen? Wo ist die neunschwänzige Peitsche? Die ist hinten im Schlafzimmer. Ich brauche die jetzt ja nicht holen. Lohnt ja nicht. Ich kann die Cam mit einer neunschwänzigen verhauen, aber ich wüsste jetzt nicht, was das bringen sollte. Wo ist übrigens dein Göttergatte, Leni? Der ist den ganzen Abend hier schon nicht anwesend. Der hätte auch, glaube ich, richtig Spaß. Nun gut. Also, outfit-technisch, was sagt ihr? Lehrerin oder wieder das schöne königliche Outfit? Was wäre denn euch genehmer? Selbstgeiselung. Nee, das machen Christen. Ich bin ja mehr der Heide. Ne? Lieber das Heidentum als das Christentum. Sorry, ist nun mal so. Ist meine persönliche Meinung. Aber Dennis, denk mal, er schläft. Immer noch? Ja, komische Zeiten. Dann kann er ganze Nacht ja schon wieder nicht pennen. Dennis, was wäre dir denn lieber? Hier so ein schickes Lehrerinnen-Outfit oder doch lieber so ein schönes königliches von eben? So mit langem Kleid und Armstülpchen. Miedenschau. Bim, 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 bim. Na, Leute, sagt mir mal ein bisschen Meinung. Was wollt ihr haben? Oder kannst alles machen. Hauptsache du beichtest es. Warum sollte ich es beichten? Wenn ich das Beichten anfange, hat der Pfarrer erstmal das nächste Jahr nichts zu tun, ne? Das ist mir doch Latte. Alles klar, dann nehme ich das, was ich gern mag. Ich sage, ich bin eine Prinzessin und werde eine zukünftige Königin. Ich darf mit straffer Hand regieren, aber hübsch sein muss man ja trotzdem. Und guck mal, so ein schickes kleines Krönchen, was wir da haben, ne? Hier, sieht man das hier? Guck mal, da oben. Hübsch, oder? Schickes kleines Krönchen. Um die geht es doch denn. Um die Latte. Was? Was? Ihr macht mich fertig hier. So. Schauen wir mal. Mein Mut ist immer noch yielding. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, ne?
Ich muss die Healing runterkriegen mit Minus, stelle ich gerade mal fest. Ich habe da Plus drauf. Tschö. Plus drauf gemacht. Machen wir noch mal ein bisschen. Machen wir noch ein bisschen Präsenz. Und. Nehmen wir Foreign Affairs. Ja. Notable event in relationship between this domain and neighbors. Das ist vielleicht ganz brauchbar. Sehr schön. Compose. Die Erklärung. The ability to be a pain, fear and surprise without flinching. Ach, gutes Mädchen. Ja. Besser schmutziger Geist. Besser schmutziger Geist. Besser schmutziger Geist. Alles klar, ab in die neue Woche. Okay, das Interessante wieder. Die Morgenpraxis. At your command, your teacher strikes your palm with a leather toss and you learn to bear the string. Oh fuck, ich hab den falschen Beruf. Das wäre genau mein richtiger. Das hat nichts mit Hentai-Fetisch zu tun. Bitte nicht, es geht gerade mehr um die... Ne, so wie hier. Also ich meine, ganz ehrlich, sie tut sich eine Woche lang... Lässt sie sich den Arsch versohlen. Fuck, das wäre genau mein Beruf. Da hätte ich viel Spaß dran. Ja, oder 50, auch nicht. You lie on the couch and try to remain relaxed while your teacher smacks you here with a leather tools. So gut, ey. So gut. Ohne Scheiß. Ich lach mich weg, ey. Ja gut, hier ist es wieder der langweilige Außenrumkram, auf den keiner Bock hat. So. Haha! More rages for control of Nova! As defending queen, you are required to take personal control of the forces. Auch sehr lustig, ne? Eigentlich ist Papa, regiert ja immer noch die Streitmacht, aber der sagt, hier Tochter, mach mal, nimm das her, zieh einen Krieg, hier ist ein Keks, spiel mal eine Runde. Was da wäre dein Ding, der eine... es wäre nicht mein Ding, mir selber eine Woche lang den Hintern zu versohlen. Ich habe so eine leicht dezente sadistische Ader, nicht masochistische. Das ist ein Unterschied. Ja, ich bin eigentlich ein ganz, ganz böser Bub. Ich kann nichts dafür. Ich bin nun mal gern ein Schwein. So, aber wir wollen jetzt den Krieg ziehen und nicht über meine... Wir wollen den Krieg ziehen. Battles are won and lost. Fallen soldiers decorating the landscape. The final outcome is victory for your side. This lady and gentleman was a cousin. Ja, ich muss das noch ein bisschen bearbeiten, Leni. Das sieht man noch ein bisschen zu schlecht. Aber ich hoffe, fürs Erste habe ich deinen Wunsch erfüllt und dir ein schickes Sarkasmus-Schild gebastelt. Einen wunderschönen guten Abend, Sven. Zauberstab, Flieg und Sieg. Moin, Sven. Slack. Wieso Slack? Prost. So, wir haben gerade einen Krieg gewonnen und ich habe mir eine Woche lang den Hintern versohlen lassen. Top, oder? Also eigentlich muss es so heißen, ich habe mir eine Woche lang den Hintern versohlen lassen und habe dann einen Krieg gewonnen. Super, ich kann mich damit wunderbar kratzen. Seht ihr das hier? Gutes Zauberstabkratzen. So. What the sarcasm? Ich liebe Urlaub. Ich stehe da schon fest. Okay, Victory, wir haben den Krieg gewonnen. Yeah, your forces sweep through the rebellion, Dunchy, and are met with cheers by the local population. Arrives the ringleader, is executed, and the other rebels forced to pay tribute to keep their holdings. Of course, there's also a cost paid in life. Oh, failed. What the fuck? Wozu lerne ich überhaupt den ganzen Scheiß, wenn ich immer den blöden Test fail? Ich glaube, ganz ehrlich, gefühlt haben wir bisher 10% der Tests bestanden? Ich bin nicht sicher. Außerdem, warum liebst du Urlaub? Betrinkst du dich wieder, Mädchen? Sitzt du da halbnackig schmuddelig vorm Monitor und betrinkst dich? Und schaust dir diesen Scheiß hier an?
Sowas macht man doch nicht alleine. Porno-Paule ist auch da. Und wer ist denn Porno-Paule? Achso, Mega-Paule meinst du, oder was? Doppel-Ruhe. Toll. Paul. Ich sehe schon wieder. Übertreib mal nicht. 2%? Meinst du, es waren echt nur 2% an Tests, die ich geschafft habe? Ich bin nicht sicher. Okay. Total casualties were 1.25 battalion on your side and 1.5 battalion among the rebels. Of course, there are no more rebel soldiers now. They are once more your loyal subjects. Wir haben einen Krieg gewonnen. Meine Stimmung ist, ich muss das Yielding loswerden. Holy fuck, wo krieg ich minus Yielding? Minus Yielding, minus Yielding. Oh, hier, talk to Adair. Wer war denn Adair? Aber ich will minus Yielding kriegen. Minus, minus, da. Ja, Turbaraxe. Baraxe. Mhm. Also, liebe Leute, ich brauche irgendwie minus Yielding. Entweder machen wir jetzt eine Tour durch die Baracken oder wir sprechen mit Aida. War das unser Vater? Meine ja. Ah, ich vergesse deine Webcam auszumachen. Alleine nackig hier sitzen. Tja, seid ihr schuld. So, lieber Chat, was wollen wir? Mal abgesehen davon, dass es euch das wahrscheinlich sowieso nicht interessiert, was wir machen. Wollen wir mit Papa reden oder wollen wir eine Tour durch die Baracken machen? Nackig schwätzt. Nächstes. Die leuchtet nicht. Ergo aus. Was leuchtet nicht? Och, geh in die Schatzkammer. Wither the Treasury? Ja, das, die Möglichkeit besteht auch noch. Ändert aber nichts. Tour, ja, was denn jetzt? Jetzt habe ich hier von jedem eins. Wisst ihr was? Der Bumbi darf entscheiden. Mama, ich glaube, das Spiel Warframe, der hört uns gar nicht zu, ne? Bumberus ist in... Ne, der ist abwesend. Da könnte tatsächlich sein, dass man zuhört. Mach eine Abstimmung. Ernsthaft? Eine Abstimmung? Was ist mit den Kohlen? Nein, machen wir es so. Obwohl, das ist auch unfair. Da kennen die Leute, die mich besser kennen, haben dann Vorteile. Nächstes. Machen wir das einfach. Thethrix hat mir dieses Spiel ja geschenkt gehabt. Thethrix, was sollen wir machen? Bitte möge er sich einer der Optionen hier aussuchen und das tun wir. Schließlich hast du dir dieses Spiel gewünscht. Dieser ganze Eventkram ist ja für dich. Was möchtest du, dass wir das gerne tun? Ich persönlich würde ja gerne meine Stimmung ändern. Aber als Frau ist das gar nicht so einfach. Ich würde gerne Yielding wegkriegen, damit ich da endlich mal ein paar andere Bonusse kriege. Aber wir haben auch die Möglichkeit, hier noch mit Papa zu reden oder in die Schatzkammer zu gehen. Ja, dank Seth und Bumbi haben wir das hier. Das ist richtig. Das, was Honda sagt und Leni. Macht eine Abstimmung. Sagte Honda. Was sagte Leni denn? Was ist mit der Kohlen? Seth und Bumbi loben. Ja, was wollen denn Honda und Leni? Ich bin für Schatzkammer. Alles klar, gehen wir in die Schatzkammer. Tja, Testing fehlt. Oh, wir haben Präsenz. Haben wir bestanden. Wir haben einen Test bestanden. Ja, you order the guard to step aside and let you into the treasury. They waver slightly. But in the end, they stand by your father's command. Babam. Gefällt. Oh, dann machen wir gleich die Tour. In Ordnung. Okay, die direkt hier das Rage-Smiley hinterher. So. Toll. Jetzt haben wir unsere Stimmung nicht verändert. Dann machen wir noch Präsenz, ne? Nee, obwohl, ne? Wir können noch ein bisschen Nofengeschichte lernen, glaube ich, ja. Wir machen Präsenz und Noven History, habe ich gerade gesagt, ne? Noven, ja. Die Welt interessiert mich nicht, erstmal mein eigenes Dorf. Ist jemand von euch tätowiert? Ja, ich. Sieht man das nicht? Ich bin eine fette, tätowierte Prinzessin. Nein, farbfrei. Nöp. Ach, Leute. So. Gut. Ab in die nächste Woche. Alter Vater, ey, ich schwör's euch. Meine Birne, ne? Wahrscheinlich morgen mit zwei
Akupunkturpunkten aufwachen. Ich bin kriminell? Ja. Wer ist jetzt nicht der Erste, der das sagt? Ich bin kriminell gut aussehend. Ah ja. Alles klar. Tittling! Oh mein Gott! Das ist doch jeder! Aber gepierst. Komisch, ich habe deine Piercings noch nie gesehen. Wo sind die denn? So, warte mal, Chat. Seltsam. Cannabis-Spritzen, was? Das ist halt schon wieder total durch. Alles klar, wir gehen noch mal eine Woche in die Schule, ne? Wenn ich das könnte, du. Okay. Das Interessante wieder, die Morgenpraxis. You plant your feet in a strong stance. Imagining that you are a tree. Deeply rooted in the earth. You can feel that power within you. And know that you will not be punched aside. Also, jeden Morgen stellen wir uns auf den Fleck in einer starren Haltung und stellen uns vor, wir sind ein Baum, dessen Wurzeln ins Erdreich reichen. Und dieses Gefühl, das zu wissen, gibt uns viel mehr Stehvermögen. Kniekehle? Was? Kock habe ich nicht zum Reinspritzen. Was? Ich brauche auch nur den Stoff spritzen, habe ich auf Arbeit. Ja, einen Kock habe ich ja nicht zum Reinspritzen. Was? Was? Bitte? Wofür brauchst du den denn dann, wenn nicht zum Reinspritzen? Das würde mich jetzt sehr interessieren. Das ist also der einzige Vorteil an diesem Spiel ist, ich habe tatsächlich viel, viel mehr Zeit, auf den Chat zu achten. Ne? Ich lese diesmal wirklich auch alles, was ihr schreibt. Ja, es ist katastrophal, ne? Ja. Also, sobald dieses Spiel an ist, dreht ihr durch. Das ist tatsächlich bewiesen. Man möge sich die vier anderen Streams vorher anschauen. Bugler verwirrt mich. Was? Dieser Blick. Alles klar, warte mal, nächste Praxis. You practice focusing your attention on individuals as you pass. Letting them feel a brief connection with you before you formally acknowledge them with a nod. Alles klar, wir gehen jetzt einfach in die Stadt. Starren Leute will an. Verfolgen sie mit unseren Blicken. Und versuchen Präsenz zu sein. Und wenn sie uns bemerken und feststellen, dass wir sie beobachten, nicken wir einmal kurz. In Hamburg sagt man übrigens Moin zu. Aber naja, gut. Ja, ist tatsächlich wahr. Das ist mir bewusst. Und warum auch immer diese Videos tatsächlich zu meinen besten auf YouTube gehören, weiß ich nicht. Wer auch immer sich das hier tatsächlich noch nebenbei anschaut, wenn ihr auf den Scheiß steht, dürft ihr auch mal gerne ruhig ins Stream kommen. Ihr braucht euch das nicht über YouTube antun. Ihr könnt hier im Wahnsinn teilnehmen. Aber ich warne euch vor, wahrscheinlich wird es das auch nur noch... Ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen. Also maximal zweimal noch geben. Mit heute. Vielleicht auch nur noch einmal. Mal schauen. Sehen wir, wie weit wir kommen. Gut. Die Abendpraxis. Abendpraxis. Ich mag diesen Scheiß nicht. Oh, alles klar. Daddy, Daddy, things have been unsettled lately. Everybody's on edge. We need something cheerful. Jocelyn, King Dovar, Duke of Colores. You could hold the tournament, my dear daughter. What a good idea! Knights, jesting, musicians, all sort of competitions. Everyone loves the contest. Woo! What will you offer as prize to the winner? Status and praise, employment or gold? So, lieber Chat, was wollen wir? Status und Lobpreisung
Employment, also ich glaube, es ist Angestellte, oder? Also Personal und Gold oder Gold. Am besten nach dem Stream. Müsst unbedingt Tage mal hier essen. Ich habe ernsthaft. Ich müsste, soll ich, ich kann ja mal, während ihr gerade abstimmt, tatsächlich mal gerade in die Statistik schauen, was YouTube mir sagt, wie lange sich die Leute tatsächlich diese Streams angeschaut haben. Also ich glaube, meine durchschnittliche Watchzeit meiner Videos beträgt 12 Minuten. Lass mich lügen. Wo habe ich denn die Statistik? Ihr könnt in der Zeit übrigens mal abstimmen. Uni ist schon mal für Gold. Dennis für Employment. Zwischen Leni und Honda. Ja, genau. So, Analytics. Ich erwarte immer noch eure Antworten, Leute. Die durchschnittliche Wiedergabezeit ist warte mal, das ist der Long Live the Queen. Woran sehe ich denn das? Positive Bewertung, Kommentare. Ach, da muss ich ja einen Aufrufe sortieren, ne? Der beste Long Live the Queen. Kann ich das irgendwo anwählen? Abonnenten ohne Nutzer, Videos, Playlist, da. Long Live the Queen. Schauen wir mal. Wiedergabezeit, wo sehe ich das denn? Honda will Gold. Ich höre schon wieder. Ja, wir machen gerade weiter. Alles klar, es gibt Gold. Irgendwo kann man das sehen. A Purse of Gold for the Champion. Anja! Very well. I will draft the announcement. Leave him to his work. As you move through the hall, your eyes fall upon a vase of... of flowers. Pretty, but apparently not getting enough water. The leaves on one blossom have shriveled. Ich sehe selbst gar nichts. Nö, sehe ich nicht. Nacht. Warte, wir heben Gold raus. Geben? Ja, wir geben Gold raus, genau. Test failed, Decoration failed. Danke. Mein Gedanke ist, someone on hall duty is being lazy. This flower should be replaced. Ja, mal wieder keine Ahnung. Wie so häufig. Ach, postet auch schon wieder einen niedlichen Schnickschnack, ne? Anjas Füchse. You continue up the stairs to your room, where a maid is waiting for you. Oh, Alice. My lady, a gift has arrived from Kingal. From the Duke? No, my lady. A merchant house, I believe. It was sent with a shipment down to the Chevler River. You tear open the brightly colored paper to find... Chocolate! Oh my god, Schokolade! Wir haben Schokolade bekommen! Ah, Schokolade! Test production frustrated failed. Okay. Die Mango knuddelt alle. Knuddelt zurück. Leni Fuchsbauer. Ja, habe mein Profilbild auf Facebook geändert. Zurückknuddel. The cake is a lie. Gespeichert. Ja, die Anja mag übrigens, lieber Chat, der gute Honda-Line, die Anja, die mag Fuchsbilder. Also, wenn ihr irgendwelche lustigen Fuchsbilder habt, schickt sie ihr. Die freut sich der tierisch drüber. Ne? Ich bin halb Inder. Da ist echt nicht schlimm. Lieber halb Inder als Rinder. Ja, es ist echt traurig, wieso ich alle Tests verpasse. There's a little card with a box with our compliments. The House of Krellat. Failed. Oh mein Gott, wir haben einen Test geschafft. Much as you love chocolate, it would be undignified to seem to anger. Ich kenne ihn now. Save it for later. Okay, liebe Frauen, wie macht ihr das, wenn ihr Schokolade kriegt? Stopft ihr euch eiskalt die ganze Tafel in Rachen oder brecht ihr sie Stück für Stück ab? Würde mich jetzt mal interessieren. Wenn wir hier schon die Möglichkeiten haben, das abzufragen. Wir haben ja technisch zwei Damen hier. Nein, ich lutsche genüsslich an dem Riegel.
Mann, ja. Danke, Leni. Frauen sind halbe Männer, ey. Von wem waren die Schokolade? Von dem Duke, der den Krieg verloren hat? Ich bin gerade nicht sicher. Nee, warte mal, nicht vom Duke. Von irgendwelchen anderen reichen Kaufleute, glaube ich. Star Fox. So, Leni, Anja, wie macht ihr das mit Schokolade? Futtert ihr immer gleich auf einmal Ratzeka alles leer oder spart ihr euch da was auf? Sessix hat die Meldung tatsächlich mit Füchsen sehr ernst genommen, stelle ich fest. Ist halt einfach. Leni spart und die Anja? Anja, was machst du? Bist du ein kleiner Gierhals? Habe ich doch gesagt, ich bin vor lauter Fuchsbilder, habe ich es nicht gelesen, Mensch. Was hast du geschrieben? Honda. Nein, ich lutsche genüsslichen Riegel. Ja, das ist jetzt, ein Riegel lutschen ist jetzt nicht, ich esse die ganze Schokolade oder ich spare es mir für später. Anja lutscht am Riegel. Dann sparen wir uns was für später. I don't feel like candy right now. Maybe later. Wahrscheinlich ist es vergiftete Schokolade. Ich bin ein Chipser. Ernsthaft, das ist eine Kategorie? Chipser? Dito again. Aber das zweite eher. So, du wolltest, glaube ich, eine Tour durch die Baracken. Habe ich das richtig verstanden, Anja? Du willst durch die Baracken? Das ist ja eben so randaliert. Total vergessen, dass hier das heute noch läuft. Ist nicht schlimm, Bumbi. Ist nicht schlimm. Du verpasst nichts. Und du kannst keine GIFs machen. Daher alles in Ordnung. Ach ja. Oh, Sessrex, ich glaube, den hat er verschluckt, dein Link. Alter, ich habe auch schon wieder hier... Okay, machen wir eine Tour durch die Baracke. One healing, one pressure. You're impressed by the discipline of the Novan troops, but the responsibility for their lives weighs heavily on your shoulders. Noch ein Fuchs. Und ich war duschen und danach pennen. Was? Warum? Deswegen, irgendwie... Kommen deine Bilder nicht mehr so richtig an. Ein grauer. So, there are approximately 6 battalions, 1 company and 1 platoon under your direct command. You get that? That deep throat. Gamer. Wo soll ich denn wissen, wer das ist? Wer ist denn dieser graue Typ? Also, ich sehe Sessrex immer nur die Links posten. Mehr kommt da nicht an. Sessrex, ich glaube, PNGs nimmt er nicht, wenn ich das richtig sehe. Foxhound, Special Force. Mann, Bugler, was denn? Na, schon wieder getan. Ich höre jetzt auf. Foxhound, Special Force Group. Ich bin immer noch verwirrt. Okay, ignorieren wir es einfach. Ich mag ja auch zum Beispiel kein Splinter Cell oder sowas. Wo soll ich das denn wissen, was das ist? Oder Metal Gear Soldiers. Überhaupt nicht mein Ding. Wer weiß, aus welchem Spiel das auch sein mag. Fred, warum ist er so? Wieso macht er so eine Scheiße? Sogar ich als Non-PSXler. Darf ich ein Bild posten? Klar, muss nur die URL posten, Mango. Also, Restream wandelt das dann nachher um in Bilder. Vorausgesetzt, der Link ist nicht zu lang oder sonst was. Warum ist er so? Wir müssen mir bei manchen Dingen das sehr simpel erklären, weil ich kenne auch nicht alles, weil es viele Dinge gibt, die ich nicht mag. Wie der Bumbi. Der gute 1% Bumbi. So, meine Stimmung ist immer noch Yielding. Rainer. 32, Scharfschütze. Bei Tätowierten drücke ich gerne mal ein Auge zu. Außer man heißt Sessrex. Wieso, Sessrex ist auch tätowiert? So. Gröhl. Das geht nach Kompetenz. Das hat nichts mit Kompetenz zu tun. Definitiv nicht. Das sieht anders aus. So, warte mal, was ist denn meine momentane Stimmung? Wir haben immer noch einen Bonus hier auf den Scheiß, was ich eigentlich gar nicht mehr möchte.
Das ist der Rainer von Tattoo Frei. Ernstlich? Bumbi, vor allem, er hat den Sound als Donate-Schüssel. Aber... Hä? Grey Fox? Also jetzt, ganz ehrlich, jetzt schaue ich nach. What the fuck ist Grey Fox? Ich krieg nur Bilder von Füchsen angezeigt, wenn ich es google. Aber vielleicht sollte ich Grey Fox Ninja eingeben, kann das sein? Das wird mir auch mit angeschlagen. Metal Gear. Habe ich doch schon gesagt, dass ich Metal Gear für den Arsch finde. Genauso wie Splinter Cell. Habe ich nie gespielt, fand ich nie toll. Fuckenbugler. Kann ich nichts mehr anfangen. War nicht mein Spiel. Oder ich liege schon wieder komplett daneben und ich sehe Bumbi schon wieder halb ausrasten vom Monitor. Das wäre auch sehr lustig. Ich habe einen Sieb verkleidet als Gehirn. Also ich bin eher raus. Das ist mir egal. Ich mag beide nicht. Finde ich, für einen Arsch habe ich nie gespielt. Was? Ich habe sie nie gespielt. Richtig. Aber ich habe Kumpels dabei zugeschaut, wie sie gespielt haben, und ich fand es stinklangweilig. Sorry. Was ich zum Beispiel gerne zugeschaut habe, war God of War. Habe ich mal einen Teil gespielt. Ich bin dann überhaupt, glaube ich, auf der PS2 beim Kumpel. Aber selber habe ich nie einen Teil besessen. Aber ich habe mir gerne God of War angeschaut. Da freue ich mich tatsächlich auf den vierten Teil. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, warte mal, es klimpert lustig. Nun gut, ich habe meine Zeit mit Ego-Shootern verbracht. War irgendwie geiler. Lynchin. Wie der Chat jetzt... Bumbi ist da und verwandelt den Chat der Liebe in einen brennenden, wütenden Mob. Ich glaube, Bumbi ist gekommen, um Riot zu stiften. Redet er sich wieder die Spielzeit frei? Ach so, ja... Ich mich um Fallout New Orleans. Hä? New Orleans? Fallout Las Vegas. Du meinst jetzt, Las Vegas, kann das sein? Las Vegas, ja, New Vegas. Oder was meinst du mit New Orleans? Kraftgetankt dafür. Ja, das glaube ich auch. Der Bummi hat ein dickes Schläfchen gehalten, nur um danach mit einer Forke und einer brennenden Fackel wiederzukommen. Na, sicher. So, Bugler, dir gebe ich's heute. Schluck, du Specht. Achso, warte mal, Specht? Naja, gut. Andere Sache. So, was war? Jetzt kommen wir mal wieder zurück zum Spiel hier. Wir wollen ja mal irgendwann fertig werden. So, was machen wir denn? Wollen wir einen Bonus? Wo kann ich mal sinnvoll wieder was machen? Hier Militär. Oh, Militär, hier kommt Naval. Ja, oder? Doch. Oh, wir haben hier auch ganz... Wir können noch ein bisschen Welt machen und... Bumbi jetzt drauf. Na, sicher. Markshot. Wir machen noch ein bisschen... Was lernen wir noch über die Weltaffäre? Und dann... Da sind wir gut bei. Wir müssen echt die Stimmung ändern, Leute, ne? Machen wir noch ein bisschen Divine hier. Mystik, genau. Divine und World. Das ist eine gute Idee. Divine und World und das Divine. Fuck, wo war das jetzt wieder? Unter Faith, ne? Ja. Faith, ja. Divine, genau. Und hier haben wir Military. Und da hatten wir gesagt gehabt... Echt, hatten wir Military? Ja, Naval. Genau. Naval. Ja, guck mal. Vor allem, wir sind ja da auch schon mal... Naja, gern. Gehen wir wieder in die nächste Woche. So, lieber Chat, was habt ihr geschrieben? Monopoly. Mit Gen Knast. Alles klar, gehen wir zu den Morgenpraxisen.
You study the cost, time and materials required to construct new ships. You study blockades, both setting them and breaking them. Das war doch mal eine glorreiche Almborn-Lektion. So. Das war, glaube ich, Abendstunde waren wieder irgendwas wegen Geschichte. Tattoo Edition Monopoly. Ah, okay. Ja, was ich immer nur mitkriege, so zwischendurch auf Facebook von dieser Tattoo-Frei-Seite, ist, wenn sie irgendwelchen größeren Dingern schreiben, weil es ja tatsächlich wirklich extrem witzig ist. So. Alles klar, Leute. Es ist die Woche des Turniers. Weiter geht's. This is the week of the general tournament. Nobles and commoners alike have turned out to compete against each other. Jocelyn, my father, the people will be pleased if you participate in their games. However, it would be exposed you to danger. What event do you wish to take part in? So, jedenfalls habe ich jetzt meine Wandhalterung für ein 30er-Screen bestellt. Nice. Ich bin tatsächlich auch überlegen, ob ich mir nicht zu, ich weiß nicht, welchem Grund auch immer, mir einen vernünftigen kleinen Monitor noch bestellen sollte, weil ich schaue ja immer hier auf dem Fernsehen, den ich mir dann hier oben drüber mache. Da kann ich den Chat nämlich hier mal beobachten, habe hier links dann OBS und so. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Anschlüsse meine Grafikkarte hat. Da müsste ich auch mal dran schauen. So, liebe Leute, woran nehmen wir denn teil? Dieses blöde Pferd mit Lanze. Justing, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Fechten, Archery, also Schießen, Musik, Falkerei oder wir führen die Parade an. Was wäre euch lieber? 30 bedeutet TV. Okay, ich habe einen 42 Zoller. Ist aber auch klein. Der ist alt, aber der tut's echt immer noch gut. Den habe ich mir geholt, 2006. Tjosten, genau so heißt es auf Deutsch. Danke, ich kam nicht auf das deutsche Wort. Ihr wollt, dass ich Fechten teilnehme. Ich hatte irgendwo drinne Punkte. Aber ich weiß nicht mehr, wo drin. Justin. Nee, ich habe nicht Justin gesagt. Justin gesagt? Nein. Irgendwas mit Schwert. Das ist schon mal... Dann müsste ich Fechten nehmen. Das wäre das Einzige, wo ein Schwert vorhanden ist. Ich meine, wir haben mal Falknerei gehabt, aber da haben wir nur ganz wenig Punkte. Und im Tjosting... Oder wie das auch mal heißt? Tjosten? Ja, ich glaube schon. Waren wir im Schwertkampf gut? Ich bin nicht sicher. Fallout New Orleans... Fred, Bubi ruft nach dir. Was? So, lieber Chat, woran wollen wir denn teilnehmen? Ich meine, wir müssen aber darauf achten, wir haben irgendwo Punkte drin. Ich kann mir leider nirgendwo die Skillpunkte irgendwo zeigen. Seitdem mag ich Justin. Ritter aus Leidenschaft. Mount Parade. Genau, wir mounten die Parade. Ja, alles klar. Ja, wir cheesen die Parade, war auch eine Idee. You choose to lead the parade mounted on a brilliant white horse. Horse fällt, aber elegant. You don't actually know how to ride. But the horse is well trained. So all you need to do is sit up straight, look regal and don't fall off. Haben wir geschafft? Ich dachte, Frauen können von alleine reiten. Guck an. Anscheinend nicht. Elegant vom Pferd gefallen. Nein, das nicht. All the winners announced and displayed to great cheers. As near queen, you place flowers garlands around the necks. Ach, diese Blumenkränze. All of a sudden, a man approached the winner platform. It's Kevin, the Earl of Io. Kevin? Was für ein Name. Bin eine Kiwi. It's Kiwi, der Earl von Io. Io! Bei Bumbi kennen wir es nicht anders, spielt er nicht halt immer. Scheiße. Ja, genau das. In one hand, he carries an armored gauntlet, in the other, a sword. My family blood is on your hand. Mag sein. Arrived the ringleader of the rebellion. She was his mother. He cast the metal glove to the ground with a
clatter and rise his sword, pointing it at you. I challenge you, Elodie. A life for life. He's challenging you to a duel? White Magic failed. So, liebe Leute. Ich habe keine Ahnung, was meine Skills mit dem Schwert waren. Und bei meinem Talent... Fallout 5? What? Fallout 5? Hab ich irgendwas verpasst? Ich sehe schon, das ist wieder ein Thema. Fallout 3 war definitiv mein Lieblings-Fallout. 4 war auch gut, aber 3 war mein Lieblings-Fallout. So, ernsthaft? Jetzt mal, hier, lieber Chat, jetzt mal, guckt euch das hier an. Ich habe keine Ahnung, wie meine Skills mit dem Schwert sind. Entweder nehmen wir das an und verrecken elendig, oder wir lehnen ab. Ich meine, was soll der Scheiß? Ich herausfordere dich zum Duell und man sagt dann einfach, nö, kein Bock. Was soll denn der Scheiß? Ja, aber wenn wir nicht mit dem Schwert umgehen können, nützt mir das auch nichts. Und mit einem Regierungszepter hin und her schwingen, weiß ich nicht. Weiß einer noch meine Schwertskills? Weiß das noch einer? Ihr habt die nämlich nicht im Kopf, meine lieben Freunde. Ich hab die nicht im Kopf. Also einmal ablehnen. Nee, nochmal ablehnen. Okay, wir refusen. Wir wollen ja noch leben. One Millphone. I'm not going to fight you, just because you want me to. 100% RIP. Nein. Sei ein Yes, man. Einfach machen. Nein, ich bin ein No, ma'am. No, ma'am, you know? No, ma'am. Unfortunately, it seemed he isn't interested in your refusal and charged at you anyway. Reflex failed, Falcons failed. The last thing you think is, but that's not fair. Rip, 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 rip. Make different choices. Train different skills and Elodie's star may rise again. What the fuck? Laden wir das einfach nochmal? You do not mess up, Aaron! Das waren die Zeiten einer buglischen Prinzessin. Wie euch freut, ey. Es ist schandhaft. Nur weil wir mal ein etwas größeres Schwert in den Rücken gekriegt haben, ja? Woche 29. Ja, wir waren irgendwie bei 31. Das sind nur 2 Wochen. Ja, das war der ganze Spaß von eben, ne? Wir haben nicht zwischendurch gespeichert, dummerweise. Wir haben immer nur gespeichert. Also, wir fangen wieder da an, wo wir... Wir können das ja schnell machen. Also, ich sag mal, wir müssen ja zumindest schon mal Königin werden, meine Freunde, ne? Wir machen das jetzt mal ganz schnell. Hier, irgendwo hatten wir auch... Ja, guck mal, Schwert hatten wir doch ein bisschen Ahnung. Jetzt habe ich nur irgendwie gewaltiges Minus da drauf. Ja, ich weiß. Beziehungsweise, oh, was kommt jetzt von Bumbi? You messed up, Aaron! So, wir tun mal jetzt noch ganz schnell hier Noven History und Eleganz. Wir drücken das jetzt einfach mal durch. Eleganz und Noven History. Kommen wir mal wieder dahin zurück, wo wir waren. Ich habe ein neues Outfit. Ist wahrscheinlich dasselbe wie selber. Rebellion, Rebellion, ja, Rebellion, bla, 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 never, wir geben nicht auf, angry, ja. Wir machen das jetzt mal schnell Format. Ich wollte das Yielding ja loswerden, das ist jetzt die perfekte Gelegenheit dazu. Gibt es noch irgendwo anders minus Yielding? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nur hier. Upp.
So, neues Outfit. Das war, glaube ich, das Lehrer-Outfit, ne? Genau. Aber das wollen wir nicht. Wir sind eine feine Prinzessin. Und wir lernen weiterhin... Hier, guck, Falkerei. Ich dachte doch, wir haben ein bisschen Falkerei gelernt. Falknerei, Falkerei, wie heißt denn das? Gold, ne Militär. Militär bin ich eigentlich schon ziemlich gut ausgebildet. Also, da ist wirklich extrem gut. What the shit? Was habe ich denn getan? Ich dachte, wir drücken das jetzt... Ihr verwirrt mich manchmal. Ihr verwirrt mich manchmal. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Wir sind keine feine Prinzessin. Okay. Wenn es danach geht, ne, bei mir, mein Lieblingsoutfit wäre... Wollen wir es denn? Schuhuniform, ne. Das auch nicht. Der Catsuit war ganz nice. Aber ich mag das ja. Auch sehr gerne. Wir sind eine dreckige Geschäftsfrau. Alles klar, jetzt weiß ich, worauf Bumbi hinaus will. Bumbi möchte das haben. I got you. I got you. Wir haben ihn erwischt. Jetzt noch Stats gucken. Ja, genau. Medizin haben auch zum Beispiel so null. Wir müssen jetzt aber so langsam ein bisschen was drücken hier. Also wir werden noch ein bisschen Royal die Männer üben. Siehst du? Jetzt wissen wir, was der Bumbi wollte. Wir üben noch mal ein bisschen Compons und gehen noch auf... Ihr Schwert ist ganz schlecht mit Minus. Flexibilität vielleicht. Das ist eine gute Idee. Weil flexen. Hier gibt es auch richtig satt Bonus gerade auf Geschichte, ne? Geschichte ist eigentlich auch ganz geil. Physik und Social. Physik und Social. Ja. Flexibility und Social war... Who the fuck was Social? Präsenz oder Compass, okay. Präsenz. Alles klar, wir drücken das jetzt mal ein bisschen. Buddha! Stift, Gras. Ja, genau. Vielleicht machen wir Buddha heute hier gegen. Buddha! Die Prinzessin aus Osnabrück. Naja, gut, die Prinzessin ist Gott sei Dank nicht ganz aus Osnabrück. Aber in der Nähe. Ich geh weg, fliege. So. Die Prinzessin ist aber eben gerade gestorben. Naja. The victory is on your side. Das hatten wir eben schon. Wir waren gut ausgebildet im Kampf. Das war klar. Hier fallen wir auch wieder direkt. Aber wir wollen das Dings wegkriegen. Darum nochmal eine Tour durch die Baracke. So, was macht meine Stimmung? Immer noch Healing. Ich will das hier weghaben. Und dann machen wir nochmal ein bisschen Computers und. Intrigen. Levelt sich das von alleine? Wirft Buddha an den Kopf. Nein, niemand wirft Bumbi Buddha an den Kopf. Athletic Running, das sind zu schlechte Werte. Dann nehmen wir nochmal hier und dann nehmen wir hier noch ein bisschen. Flexen wir noch eine Runde. Flexen ist gut. Flexen und Agility flexen und Royal Demo machen wir Compose. Okay. Kommt aus. Da. Warte, nächste Woche. Ich hab keine Zeit. Wir müssen die Zeit nachholen, die wir eben vertrödelt haben. Okay. Wollen wir wieder Gold geben oder wollen wir Status und weiß der Geier was? Ist ja nicht so, als wüssten wir, dass sie dich verkillen will. Ja, das scheint so. Schwert nochmal leveln. Ja, aber ich habe Minus auf Level. Also das ist ja das Problem. Ich muss die Stimmung ändern, damit ich wieder da vernünftige Stats drauf kriege, damit ich es leveln kann. Es ist nicht so, dass ich es einfach anwählen kann. Ich muss mich erst in diese Stimmung bringen, durch meine Aktion, damit ich das dann leveln kann. So, wir nehmen jetzt erstmal Status und Titel.
Alles klar, wir stellen wieder fest, dass die blöde Blume verweckt und wissen nicht warum. Chocolate. Fällt, cheerful. Fällt, alles klar, das haben wir vorhin zum Beispiel geschafft. Depressed. Oh, das ist neu. Suddenly you feel very cold. The world seems darker, colorless, bright. Poison failed. Ernsthaft? Ich habe vorhin noch gesagt gehabt, dass die scheiß Schokolade vergiftet ist. Und jetzt sterben wir dran. Ach, kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn das heute hier für ein Dreck? So, damit ihr es gerade versteht. Hier, Weapon hat Minus. Wenn ich das trainiere, kriege ich da Minuswerte drauf. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Wie sterbe ich hier einfach? Das ist nicht richtig. Irgendwas läuft hier gewaltig falsch. Okay, wir lernen jetzt gerade nochmal. Wo haben wir das hier? Logistik? Ja. Wir nehmen Militärlogistik und Royal Demon. Militär. Wo habe ich das denn, Militär? Kann doch nicht wahr sein. Ich sterbe doch nicht an so einen Scheiß hier. Bin ich denn doof da, Militär? Naval Strategy. Oder was, Logistik? Was habe ich gerade gesagt? Logistik, ne? Neville. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ich fühle mich doch verarscht hier. Hier ist A-Skills. Keinmal gespeichert. Ja komm, das war jetzt aber auch so dicht dran. Ne? Wir speichern gleich wegen der Schokolade. Wir geben niemals auf. Wir gehen wieder in die Baracken. Ja. So. Skills sehen schon wieder besser aus. Eleganz und... Machen wir noch Logistik. Wir üben hier ein bisschen mehr Krieg. Ja. Ja. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich fühle mich hier echt gerade ein bisschen verarscht. Ein bisschen Rage Quit hier. Oh, das sieht gut aus. Wir erzählen jetzt auch nicht, was wir machen. You have nothing more to learn about logistics. Ja. Victory, natürlich. So viel Kriegserfahrung wir haben. Ah ja, Strategy Log, Success. Better Medicine Herbs failed. So, das Healing will ich auf jeden Fall kriegen. Ja, das hatten wir vorhin schon. So. Hier, 100. Seht ihr das? 100, Bitch. So, dann lernen wir gleich noch ein bisschen Noven History. Und hier nehmen wir Components. Noven History. History. Noven. Und dann nehmen wir das. Und ab in die nächste Woche. Geh weg, Fliege. What the fuck? Ich habe weniger Leute verloren und konnte sie besser verpflegen. Dadurch ist die Stimmung wohl besser. Behaupte ich jetzt erstmal. Und neues Outfit. Es ist immer noch... Cheerful. Tournament. Good idea. Ja, wir geben mir noch Status und Titel. You live his work. Flower. Und wir fallen wieder bei den blöden Pflaumen und Dekorationen durch. Naja. Jetzt kriegen wir wieder Schokolade. Ja, Production plus Trade failed. Oh, aber wir haben wieder was geschafft. Was auch immer es ist. Save it for later. Puh, Mensch, wer hätte das gedacht? Hey! Was macht mein Mut? Immer noch weg damit. Es ist auch das Ärgerlichste, ist das Einzige, wie ich Yielding wegkriege, ne? Kotzen. Krieg's nirgendwo anders durchweg. Ja. So. Neues Outfit. Oh, guck mal hier. Neues Gesicht. So. Bumbi wollte ja ganz gerne. So, warte mal. Wir speichern mal gerade. Nur sicherheitshalber. Nicht, dass wir nachher den ganzen Scheiß nochmal machen müssen. Ey, ja, kein Bock drauf. So.
Hier, jetzt seht ihr das. Jetzt kriegen Waffen auch endlich mal Punkte. Das heißt, wir werden... Das ist kein schönes Gesicht. Ja, das ändern wir ja noch. Das sieht nach Scheiße aus. Wir werden jetzt trotzdem ein bisschen noch einmal Flexibilität üben, weil ich einen brauchbaren Bonus habe. Und dann nehmen wir... ...50%. Also wenn ich alles auf 50 kriege, wäre richtig geil. Habe ich zumindest eine 50-50. Aber... Geh weg, Fliege. Wisst ihr was? Wir machen Athletik und Running. Wir nehmen Physical, genau. Athletics und Agility. Athletics und Agility. Das ist eine gute Idee. Athletics und Agility. Agility nehmen wir Flexing. Flexing und hier, glaube ich, haben wir bisher nur Laufen, oder? Running, ja. Dann drücken wir mal ein bisschen Running. Ja. Ab zur Klasse. Dann. So, wir hoffen, dass wir gleich das Gesicht geändert kriegen. Rika Tournament. So, genau. Mein Gott. Also. Wir sind noch nicht so gut im Fechten. Wir führen trotzdem einfach mal die Parade an. Das haben wir nämlich eben schon hingekriegt. Weil wir halt, ne, Eleganz, da, wir sind ein bisschen wackelig auf dem Pferdchen, aber wir sehen verdammt gut dabei aus. So. So, liebe Freunde, kommt euch das bekannt vor? Hier sind wir leider das erste Mal gestorben. Nein, wir akzeptieren das natürlich. Very well, I will meet your challenge. You have the choice of weapons. Wir nehmen das Sword. Da haben wir wenigstens ein bisschen Übung drin. Okay. Ne, da haben wir ein bisschen Übung drin. Und mehr als sterben können wir nicht. The crowd seems not to realize at the first. The crowd seemed not to realize at first that this is a blood match and not entertainment. Or perhaps they do. And the cheering is all the louder for it. Kevin rage fills him with a great strength, but makes him erratic and unpredictable. Woos is armored, and he seems willing to settle for nothing less than your death or his. Swordfeld. B-b-b-b-b-b. Obwohl wir da Punkte drin haben. You score minor wounds against him, but his expansion never changes. His speed never flatters. And his face, his eyes... They're as red as blood. He's gone berserk. There's nothing you can do to stop him. Eventually, you are overpowered. Und jetzt kämpfen im nuttigen Lederoutfit. Ich will nicht sterben. Alles klar. Dann, liebe Freunde, tun wir jetzt einfach nochmal stumpf das Schwert hochdrücken. Ich glaube, das ist tatsächlich meine einzigste Möglichkeit, irgendwie noch was hinzukriegen. Kann nämlich nicht sein, Leute. Wir werden jetzt den ganzen Tag, früh und abends, nur Schwert trainieren. So. Na, immerhin 50%. Oh, ich krieg mein Schwert nicht höher als 50%. Nun gut. wisst ihr was? Dann nehmen wir am Fechten teil. Pff, scheißegal. Oh, Sword. Oh, kritischer Erfolg. Oho. To embrace. Alles klar. Probieren wir es einfach mal. Gehen wir nur auf Rennen und Reflexe. Gutes Zeichen. Weiß ich noch nicht. Wild Magic. Wir können immer noch keine Magic machen. Wir akzeptieren das einfach mal. Und hoffen, dass wir einfach mal eine 50% Schwert was bringen. Athletics failed.
Aber ich hab doch Athletics. Verdammte Kacke, ich will hier, ich sehe nicht ein, dass ich das Spiel, dass ich sterbe. Athletics. Was kann ich denn daran? Ich hab nur Running, ne? Ja, dann setzen wir mal alles in Running. So, oh Mann, ey. Wir können nur hart tryen. Na? Fast 50. Ja, das sag mal, gar nicht so einfach, ne? So, dann führen wir mal wieder die Parade an. Da können wir ja. Oh, hier wieder. Zumindest elegant sind wir. So. Ich finde, das geht wieder voll in die Hose, Leute. Ich sag's euch. Wir nehmen das natürlich an. Ich glaube, unsere einzige Chance ist, das anzunehmen, weil was anderes kriegen wir sowieso nicht hin. Und jetzt kommt der Check. Sword failed? Ich will nicht akzeptieren, dass ich sterbe. Ich sehe das nicht ein. Ich werde nicht sterben. Nein, ich akzeptiere den Tod nicht. 31 und ein Hex. Ich tue bei beiden fehlen. Dann nehme ich einfach beides jetzt rein. So. Kann ja wohl nicht wahr sein. Weapons, Sword. Gib ihm. Dann drücke ich beides ein Stückchen hoch und hoffe, dass beide vielleicht unter Glück triggern. Pressured. Ja. Ja, der Tod akzeptiert mich, aber ich ihn nicht. Das ist ein großer Unterschied. Ich bin nicht 14 Jahre alt geworden, um dann zu sterben. Ja? Ich will noch ganze Kontinente versklaven. Ich meine, wenn das nichts hilft, wir können gleich noch mal schauen. Sword. Oh, bitte. Der Check. Komm. Ich geh pennen. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Es kann nicht wahr sein. Nein, ich sehe das nicht ein. Ich will es hier nicht beenden lassen. Wir können aber auch, glaube ich, nehmen wir nochmal Woche 29. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal eine kurze Pause, Leute. Und dann machen wir das weiter. Ich schwör's euch, ich will dieses Blatt noch drehen. Nimm mal Karte. Skill nochmal nur. Meinst du, ich soll nochmal. Nee, wir nehmen gleich nochmal Woche 29 und skillen dann erst die Athletics, bis wir das dann so hochgedrückt haben, dass wir das Schwert nehmen können. Ne? Wir machen jetzt eine kurze Pause, liebe Freunde. Ich lade die Woche 29 nochmal. Und wir machen Pause. Das ist jetzt der Plan. Bis gleich. So, jetzt muss ich hier die Melodie noch leise stellen. Ich kann ja schon mal Aufnahme stoppen. Moment.